Der Raum füllt sich wunderbar. Damit darf ich Sie auch schon einmal willkommen heißen zum Roundtable der Digitale Zwilling in der Praxis. Mein Name ist Anna Brunzel von Lenze und ich freue mich, dass Sie heute jetzt auch hier in unseren digitalen SPS-Raum gefunden haben zum runden Tisch. Wenn wir von Industrie 4.0 sprechen, dann ist ja vor allen Dingen der digitale Zwilling bzw. die Umsetzung des digitalen Zwillings mit der Asset Administration Shell, der Verwaltungsschale, ja die Kerntechnologie. Und genau darüber wollen wir heute sprechen, über diese Kerntechnologie und schauen, was ist heute schon möglich, welche ersten Schritte kann ich heute eigentlich schon gehen und letztendlich auch heute die unterschiedlichen Perspektiven entlang der Wertschöpfung mit reinzubringen und aber auch die Sicht aus Forschung in Industrie an einem Tisch versammelt zu wissen. Wir werden gleich eine Diskussion haben und Sie als Zuschauer können gerne Ihre Fragen auch direkt im Chat stellen, sodass wir auch zum Ende hin auf diese auch eingehen können. Bevor wir starten, möchte ich Ihnen erst einmal die Teilnehmer des Roundtables vorstellen. Das ist zum einen Dr. Markus Scheuswohl und er wird die OEM-Perspektive reinbringen. Er ist CEO bei der Hekla New Technology und Hekla baut Maschinen für die Glasverarbeitung, was also hochgradig Losgröße 1 ist. Dann haben wir am virtuellen Tisch Dr. Michael Hofmeister. Er ist Executive Expert Digital Business bei der Festo. Und Herr Dr. Hofmeister wirkt in zahlreichen Arbeitsgruppen mit, einige leitet er auch und treibt insbesondere das Thema Standardisierung voran. Guten Tag. Hallo. Mit dabei ist auch der Andreas Ozelski von Phoenix Contact. Hallo. Er ist Master Specialist Standardization. Herr Ozelski, Sie sind ja auch in zahlreichen Arbeitsgruppen mit vertreten und Ihr Steckenpferd ist vor allen Dingen das Thema Open Source. Hallo. Hallo. Der Herr Burkhard Balz ist mit am Tisch. Ich hoffe, dass er uns jetzt auch hören kann. Gerade hatten wir noch technische Probleme. Wir schauen gleich mal. Er ist Senior Vice President Automation Systems bei Lenze und wird die Sicht des Automatisierers mit reinbringen. Herr Balz, können Sie mich schon hören? Und wir haben Markus Kiele-Dunsche, der auch bei Lenze arbeitet, Global Expert Engineering and Automation. Innovation in der Position ist und er wird uns helfen, auch nochmal so den Brückenschlag von der Forschung in die Praxis mit reinzubringen. Und ich würde gerne mit einem ganz aktuellen Thema starten. Wir haben ja schon gehört, dass die Herren hier in zahlreichen Arbeitsgruppen mit aktiv sind, in unterschiedlichen Gremien. Und wir haben jetzt ja gerade im September eine neue Nutzerorganisation gegründet, die IDTA, Industrial Digital Twin Association. Und das ist eine Nutzerorganisation vom VDMA, ZVEI, Bitkom und über 20 Unternehmen gegründet. Und Vorstand ist unter anderem auch die Festo. Und vielleicht, Herr Hofmeister, vielleicht mögen Sie mal starten, was ist die IDTA und vor allen Dingen, welche Bedeutung hat sie aus Ihrer Sicht? Ja, vielen Dank, Frau Brunzel. Guten Tag nochmal an die Teilnehmer. Sie wissen, in unserer Runde schwingt sicherlich das Thema Verwaltungsschale mit. Verwaltungsschale oder Asset Administration Shell haben wir in der Plattformindustrie 4.0, wo wir eigentlich alle Mitglied sind, sehr intensiv diskutiert in verschiedensten Gremien. Die Plattform bietet dort ein wunderbares Tableau an verschiedenen Diskussionsrunden, wo man vorwettbewerblich zusammenarbeiten kann. Mittlerweile haben wir aber auch Implementierungen. Wir sehen erste Prototypen und Anwendungen. Und nun ist die Zeit eigentlich gekommen, dass wir eigentlich einen Gang höher schalten und sagen, wie bringen wir das zu den tatsächlichen Anwendern? Anwender sind jetzt hier, wie Herr Scheuswohl, die Maschinenbauer, aber natürlich auch die Anwender, die Maschinen betreiben wollen. Wir nennen die häufig End-User dann dieser Maschinen. Und die brauchen natürlich begreifbare, umsetzbare Einheiten, die man direkt in die Applikation bringen kann. Zum einen und zum anderen natürlich auch Investitionssicherheit. Wenn ich als Firma mich auf so etwas einlasse, auf ein neues technologisches Thema, dann möchte ich natürlich die Gewährleistung haben, dass in 3 Jahren oder in 5 Jahren diese
Entwicklungen auch noch stabil sind, dass ich Support bekomme, dass es eine Möglichkeit gibt, sich einzubringen und, und. Und um das möglich zu machen, haben wir eine Nutzerorganisation für die Verwaltungsschale ins Leben gerufen, mit der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Wirtschaft und im Prinzip inkubiert durch den VDMA und den ZVI, die sich jetzt auch mittlerweile schon durchaus reger Teilnahme erfolgt. Und wir sind gerade dabei, jetzt die ersten Bootstrap-Schritte zu machen, um diese IDTA zum 1.1. an den Start zu bringen. Es ist mittlerweile die Gründung erfolgt. Wir sind gemeinnützig, wir haben die Policies aufgesetzt, sodass eigentlich alle Ampeln auf grün stehen, um jetzt hier dann ab dem 1.1.2021 die nächsten Schritte zu tun. Also daraus ergeben sich jetzt natürlich zahlreiche Anknüpfungspunkte jetzt für die Diskussion. Bevor wir da einsteigen, Markus, ich würde gerne noch mal darauf eingehen. In der Forschung passiert ja aktuell super viel. Wie nah ist denn die Forschung eigentlich an der Praxis dran? Ja, danke. Das ist eine Frage, die man auch nicht ganz einfach beantworten kann, sicherlich. Wir streben natürlich in der Forschung Anwendungsszenarien an, die mehr so im Bereich in 3 Jahren, 5 Jahren, sage ich mal, vorstellbar sind. Aber wir reden ja hier über agile Softwareentwicklung, über agile Entwicklung von Standards, über Open Source, was wir dabei nutzen wollen. Und es gab auch schon Forschungsprojekte, die jetzt ein paar Jahre in dieses Thema Verwaltungsschale digitaler Zwillingen reingespielt haben. Und deswegen gibt es da auch schon was. Und mit unseren Szenarien, die wir verfolgen, die wir heute schon demonstrieren können, wollen wir halt auch kontinuierlich, erregen wir eigentlich jetzt schon kontinuierlich Maschinenbauer, auch Komponentenhersteller, quasi Wertschöpfungspartner, regen wir an, die Szenarien für heute zu finden. Der Hans Egermeier hatte gestern in seinem Vortrag das so schön benannt und hat gesagt, wir dürfen nicht warten, ich sage es mal in meinen Worten, wir sollten nicht warten, wir müssen jetzt anfangen und wir müssen aber letztendlich diese verdaubaren Schritte finden, die auch sozusagen wertstiftend sind kurzfristig. Ne, das machen wir sicherlich nicht mit der Forschung, aber wir regen das an und wir haben jetzt schon sozusagen dann auch solche Szenarien gefunden. Ich sage mal Asset Management, da kann man jetzt schon Informationen reinliefern. Das ist sicherlich ein Punkt oder ein Szenario, was heute schon vorstellbar ist. Und wir haben ja jetzt auch mittlerweile, also seit gestern sind Teilmodelle, Spezifikationen veröffentlicht. Das heißt, wir können auch jetzt ganz konkret hier Implementierung machen, die wirklich auch nachhaltig dann genutzt werden können. In Richtung Open Source und erste Teilmodellstandards, vielleicht sagen da Michael Andreas auch noch ein bisschen was zu, das wäre, glaube ich, ganz passend. Und der Markus Scheußwohl kann auch berichten, wir haben quasi aus einem Forschungsprojekt einen Prototyp haben wir einfach mal über den Zaun geschmissen und er kann mal berichten, was Hegler daraus gemacht hat. Und wir werden auch in Forschungsprojekten jetzt wieder auch die weiteren Visionen werden wir auch weiter verfolgen natürlich. Also es ist ein Wechselspiel natürlich, was hier stattfindet mit der Entwicklung, weil wir sind hier in einem agilen Bereich. Ja. Wenn ich da vielleicht anschließen darf, also als Maschinenhersteller ist es einfach so, dass wir, ich sage mal, durch unser tägliches Geschäft getrieben sind. So wie es die Frau Brunzel zuerst gesagt hat, ist es bei uns so, dass jede Maschine zwar im Katalog steht, aber kaum jemals die Standardmaschine verkauft wird, sondern jeder hat eine Masche. Und die einzige Möglichkeit, die wir langfristig haben, um am europäischen Markt schlagkräftig noch ein wirklicher tragfähiger Partner zu sein, der auch konkurrenzfähig ist, dass wir hier Losgröße 1 wirklich sehr effizient, wie es auch 2013 Angela Merkel gesagt hat, produzieren können. Und dazu ist es notwendig, dass wir natürlich entsprechend auch die digitale Basis dafür schaffen. Ja? Und in der Vergangenheit ist es halt so, dass man wunderschön zwar 3D-Modelle hat und dann hat man E-Plan und so weiter, aber diese ganze Integration, die ganze Dokumentation von Maschinen, die ist nach wie vor relativ aufwendig. Und das große Problem, das man dabei hat, ist, wenn ich eine Losgröße 1 habe, dann muss ich das eben im Wesentlichen auf eine Maschine überwälzen, sprich jedes Mal überarbeiten. Und dieser Aufwand ist etwas, was in der Zukunft einfach nicht mehr tragbar ist. Also sprich, das ist einfach ein Kostenfaktor.
Das heißt, wir sind als Industrie eigentlich wirklich sehr, sehr stark daran interessiert, dass es eine standardisierte Modellierung gibt oder eine standardisierte Kategorisierung von allen diesen digitalen Daten, die vorhanden sind. Und das ist ja eigentlich auch eins der Grundprinzipe des RAMI-Modells und der abgeleiteten Verwaltungsschale. Und wir freuen uns wirklich sehr, sehr, also ganz persönlich, freue mich sehr, sehr, dass das jetzt endlich zum Greifen kommt. Also ich jetzt, am liebsten hätte ich schon vor 2 Jahren damit angefangen. Ja? Aber so bin ich womit ganz, haben Sie ganz denn froh, angefangen, dass ich im Herr lieben Scheißvoll. Markus Giledunsche über den Weg gelaufen bin oder er. Ja. Und Herr Dr. Scheußwohl, Sie haben es ja gerade schon gesagt. Du schau mal, ich habe da was. Ich habe da eine kleine Verwaltungsschule. Magst du die nicht ausprobieren? Jetzt genau. Habe ich es nicht verstanden. Ja, da will ich doch genau darauf hin. Da bin ich jetzt neugierig. Also Sie haben gesagt, Sie haben jetzt schon angefangen. Womit genau haben Sie denn angefangen? Wo stehen Sie denn gerade in Sachen Verwaltungsschale? Also angefangen haben wir einfach einmal in der Sandkiste. Nicht? So wie alle Kinder mal zum Bauen in der Sandkiste anfangen, haben wir halt auch eine kleine Sandbox gebaut. Das heißt, was wir haben, ist eine Applikation, die nennt sich bei uns Shopfloor Assistant. Die haben wir im letzten Jahr entwickelt und die dient dazu, im Wesentlichen die Produktion in der Glasindustrie zu unterstützen. Und zwar in 2 Aspekten. Zum einen die manuellen Prozesse, die direkt produktionsrelevant sind, und die zweiten, die sogenannten indirekten Produktionsprozesse. Also das ist alles, was rund um die Maschine ist. Also da geht es um Wartung und Service-Tickets, Informationen, you name it, der Klassiker. Ja? Also was man unter Asset-Management auch im weiteren Sinne versteht. Nur bei uns ist das halt ein bisschen anders verpackt und auch halt für die Glasindustrie. Und dazu haben wir eben genau die Verwaltungsschale von Lenze verwendet und haben gesagt, das wäre doch super, wenn man die da integrieren könnte. Warum? Was ist unser Problem? Unser Problem, und das haben alle Softwarelieferanten, ist es, dass ungefähr die Herstellung von Software das ist, aber die Admin, die ganze Integration der Daten ungefähr das ist. Und das ist etwas, das hat sich leider nicht wirklich geändert. Und wenn ich jetzt aber diese Daten vollautomatisch bekommen könnte, ja, nur hypothetisch, dann wäre das doch Wahnsinn, oder? Weil dann hätte ich auf einmal den Aufwand, den ich vorher habe, quasi auf 0 reduziert. Und genau das haben wir gemacht. Das heißt, wir haben im Wesentlichen eine Maschine genommen und ich schere kurz einmal meinen Schirm und dann sieht man das ein bisschen. Wenn es mir gelingt, wo haben wir das wieder? Da irgendwo gibt es den Share Screen. Dateien. So, Sie sehen jetzt gleich einen Bildschirm. Da sehen Sie eine Maschine, die heißt Sorting Cell, ja? Und die hat natürlich eine Unterstruktur. Ja, und diese Unterstruktur muss man normalerweise anlegen. Ja, also das heißt, das ist jetzt natürlich keine komplexe Struktur, das ist eine einfache Maschine. Jetzt hören Sie sich vor, Sie haben jetzt wirklich eine Maschine, da haben Sie da wahrscheinlich 100, 150 Items. Das müssen Sie mal strukturieren. So, mit der Verwaltungsschale ist es uns gelungen, dass wir vollautomatisch die komplette Struktur basierend auf der Verwaltungsschale integrieren. Und damit Sie nicht glauben, dass wir Blödsinn erzählen, haben wir da immer so Links eingebaut, damit man wirklich auf die Verwaltungsschale zurückschalten kann. Das ist jetzt zwar für einen End-User limitiert interessant, das ist aber für alle die, die sich für Verwaltungsschalen interessieren, wahnsinnig interessant, weil das zeigt, dass eigentlich der Link da ist. Aber was ist eigentlich der Mehrwert? Der Mehrwert ist zum einen, dass wir hier die Datenstruktur haben und das zweite ist, dass wir auch automatisch Dokumentation integrieren. Ja? Diese Dokumentation kann dann in einem Link sein und dann automatisch kommt man halt, Überraschung, ja, auf einen Lenze-Controller. So, das heißt, im Wesentlichen, ich kann hier den Aufwand, den ich habe, um Maschinen zu dokumentieren, also sprich, ich rede jetzt nur vom passiven Teil der Administration Shell, radikal reduzieren. Und das ist eigentlich the beauty, what it is. Und die zweite Beauty, die wir haben an dem ganzen System ist, und das haben wir jetzt gerade noch in letzter Zeit gebastelt, ist, natürlich kann man vom passiven Teil sprechen und dann kann jeder sagen, Gott, wie langweilig, passive Daten beim digitalen Zwilling. Ja, richtig. Was wichtig ist, ist eigentlich auch der Digital Shadow. Und der Digital Shadow in der Produktion ist natürlich der uns sehr viel interessiert. Und dazu haben wir natürlich jetzt auch die Möglichkeit geschaffen, dass wir direkt aus der Verwaltungsschale die Konfiguration der Daten übernehmen, aber nicht nur die Konfiguration der Daten, sondern die Daten selbst. Und das ist natürlich ein zweiter Punkt, der wahnsinnigen Vorteil bringt, weil eins der großen Themen, die man heutzutage hat im Maschinenbau, ist diese leidigen Interfaces, die man permanent bauen muss. Das ist auch der Hintergrund, warum wir zum Beispiel federführend bei der OPC UACS für Glas drinnen sind. Ja?
Aber im Wesentlichen, das nochmal eine Dimension zu vereinfachen oder eine Ebene höher zu vereinfachen, ist eigentlich radikal. Und genau deswegen finden wir dieses System oder dieses Konzept der Verwaltungsschale so appealing, weil es wirklich standardisiert ist. Das, was wir uns wünschen, ganz konkret ist eigentlich, dass möglichst alle mitmachen, weil eins können wir nicht machen, wir können nicht eine Maschine nur aus Lenze-Komponenten bauen. Aus zwei Gründen. Erstens ist das, man braucht eine interne Competition, aber das zweite ist, Lenze liefert leider nicht alle Teile, die man für eine Maschine benötigt. Mhm. Ja, ich hoffe, genau. Das regt zur Diskussion an. Ja, wir haben eine erste Wortmeldung von Herrn Ozelski. Ja, ich finde, die Firma Hegler ist da ja schon super unterwegs und schon sehr weit. Ich denke, der eine oder andere der Zuhörer wird sich fragen, ja, wie starte ich denn jetzt am einfachsten, wenn ich mit meinen Daten, meiner Maschine, meinen Geräten was Ähnliches machen will? Und da bietet sich eben über Open Source eine schöne Möglichkeit. Also da haben wir mit dem ASX Package Explorer einen Editor, mit dem man von Hand Verwaltungsschalen modellieren und erstellen kann als allererstes. Man kann da aber auch Daten übernehmen, also vielleicht mal aus seinem eigenen Unternehmen Daten mit da reinnehmen. Und es ist auch sehr einfach inzwischen, sich dort einen eigenen Server aufzusetzen auf die gleiche Art und Weise. Also das hat ja jetzt einen gewissen Grad der Reife auch schon erreicht, auch wenn das Thema ja weiterhin neu ist. Aber es ist jetzt definitiv der Zeitpunkt, dass jeder auch in seinem Umfeld direkt starten kann. Mhm. Da würde ich direkt weiter. Von meiner Seite nochmal eine kleine Ergänzung. Ja, oder Michael, bitte. Vielleicht nur einen ganz kurzen Satz. Also das, was der Andreas Ozelski gesagt hat, ist ganz spannend. Also wir haben relativ viele Rückmeldungen bekommen, dass wenn man mal anfängt, wirklich mit den existierenden Teilmodelldefinitionen eine erste Verwaltungsschale zu machen, dann fällt einem unheimlich viel auf. Wo kriege ich denn die Daten her? Und wie sind sie strukturiert im eigenen Unternehmen? Und dann fängt eigentlich die Digitalisierungsdiskussion direkt auf der eigenen Haustür an oder im eigenen Kämmerchen an, jetzt im Homeoffice. Und das ist das, glaube ich, was wir jetzt gerade auch sagen. Bitte probiert es einmal aus. Probiert es für euch aus, wie sich das anfühlt, weil das sind unheimlich viele Learnings, die man dort generieren kann. Und wenn man die dann wieder zurückspielt in sein Unternehmen und sagt, du, ich brauche jetzt eigentlich das oder das an Daten, an Informationen und Strukturen, dann muss das natürlich auch erstmal im eigenen Unternehmen die Hausaufgaben gemacht werden. Und deshalb ist es, glaube ich, jetzt wirklich an der Zeit, das zu tun. Ja, genau. Ich will vielleicht auch noch mal kurz, wenn ich kurz, Markus, noch mal kurz was ergänzen darf. Und zwar, wir wollten noch mal bewusst machen, dass ja eigentlich, was wir gemacht haben, war ja gar nicht sehr viel. Ihr hattet schon eine App, ihr wolltet da Daten integrieren und wir haben gesagt, guck, und hier ist ein digitales Video, so kann der mal aussehen. Und dann hat das, ich weiß nicht, einen Monat gedauert, mit so ein bisschen mal sich treffen online. Und schon lief das Ganze und ihr hattet einen Mechanismus gebaut, mit dem ihr automatisch quasi die Verwaltungsschalen passt und integrieren könnt. Genau. Also es war absolut kein Hexenwerk. Jetzt fehlt natürlich da dann noch die Teilmodell sozusagen Standardisierung. Wir haben da quasi, weil wir da das Ohr auf der Schiene haben, haben wir quasi mal so Kandidaten da drin abgelegt, genutzt. Und jetzt sind wir gerade an dem Schritt, dass wir die ersten Teilmodelle standardisiert vorliegen haben. Das heißt, jetzt könnten wir das umbauen nochmal. Und dann könnten sich andere Hersteller genau mit dem gleichen Modell integrieren. Das heißt, ich habe gar keinen Aufwand an der Stelle mehr. Ne? Das ist also wirklich zum Greifen nah für mich jetzt. Ne? So, ja, genau, das ist auch für uns das Wichtige. Also wir haben jetzt nichts davon, sage ich auch ganz ehrlich, wenn jetzt nur Lenze und vielleicht Festo und Phoenix dazu digitale Teile dafür liefern, aber andere nicht. Weil dann haben wir die Rechnung ohne Wirt gemacht. Weil wenn wir beginnen, diese digitalen Modelle zu integrieren von einem Lieferanten, der das elaboriert macht, dann wird sofort auffallen, hoppala, warum haben wir die vom anderen nicht? Und das heißt, wir haben also gegenüber dann unserem Endkunden, der dann ein Nutzer ist, haben wir dann eine riesige Diskrepanz in der unterschiedlichen Dokumentierung. Ja? Also ein einfaches Beispiel, wir haben so weit integriert, dass wir sogar die Ersatzteilinformation mit integrieren.
Okay, weil die ist wichtig. So, wenn ich jetzt sage, die kriege ich von Lenze und die kriege ich vielleicht von Festo und die kriege ich von Phoenix, die kriege ich aber von einem anderen Lieferanten nicht, dann ist ja die Ersatzteilkomponente wieder nicht komplett. Das heißt, ich habe wieder einen enormen Aufwand. Das heißt, zwei Dinge, die dir wichtig sind, ist, dass sich dieser Standard hier möglichst schnell breit in die Breite drängt, ja, weil er hilft uns in zwei Aspekten. Zum einen natürlich bei meiner App, das ist alles gut für den Endkunden, aber denken Sie an alle PLM-Systeme. Wenn wir die hier standardisiert so füttern können, das ist doch ein Traum, weil wir werden eine ganz andere Art, und das ist doch auch das Ziel der Verwaltungsschale, eine ganz andere Art des Engineerings bekommen. Und da ist ja die Beauty dahinter. Wenn ich mir vorstelle, dass wir in Zukunft uns nicht mehr überlegen müssen, wie wir ein Interface bauen zwischen einem, ich sage jetzt, am BNR-Controller und am Lenze 3, um extra irgendwas an Unterschied zu sehen, da gibt es doch nichts Schöneres wie das. Und das Ganze auf OPC UATSN natürlich. Ne? Ich könnte okay, da Michael, auch noch ein Beispiel einmal zeigen. Okay, Herr Ozelski, und dann Herr Hoffmeister. Ich hätte jetzt natürlich auch gesagt, so ein bisschen in digitaler Zwilling nochmal zu diskutieren, wäre interessant, ja, weil wir jetzt so ein bisschen Asset Management sehen, aber digitaler Zwilling verhalten, das wäre natürlich auch nochmal eine spannende Frage. Genau, der Herr Ozelski zeigt jetzt direkt den ASX Explorer. Ja, in dem Fall ist es ein Server und ich habe hier extra auch mal zum Wiedererkennungswert hier den Lenzerantrieb genommen. Ja, vielen Dank. Und der Herr Kiele-Dunsche sprach ja auch schon an, dass wir jetzt bei dem Typenschild hier zum Beispiel ein Speck haben, was die Beschreibung vereinheitlicht. Bei Firma Hekler tauchte ja auch schon das Thema Dokumentation auf, was standardisiert geliefert wird. Und hier in diesem Beispiel sieht man einfach mal von verschiedenen Firmen, also Festo, Bosch, genau, Schneider Electric, ABB, ja, und ja, weiteren, Phoenix Contact natürlich auch mit dabei, um das nicht zu vergessen. Da sieht man halt einfach mal Verwaltungsschalen und dass da mehr und mehr Daten auch dazu kommen. Genau. Aber ja, wir müssen auch ehrlich sein, dass Sie hier zwar Komponenten von unterschiedlichen Lieferanten sehen haben, aber von einer Vollständigkeit des Portfolios sind wir, glaube ich, noch ein Stück weg, oder? Ja, unbedingt. Genau. Aber dort müssen wir hin. Dort müssen wir hin. Da sind Sie ja noch früh dran und wie Markus Kiele-Dunsche ja schon gesagt hat, das Ohr an der Schiene haben. Mhm. Am ja, Glas. Herr Dr. Hoffmeister hatte noch eine Wortmeldung. Michael, du hast auch deine Hand gehoben. Ja, ich glaube, Herr Schiswold hat jetzt genau mit dem Stichwort Standardisierung auch zwei verschiedene Aspekte betont. Also das eine ist, wir müssen viele Unternehmen dazu animieren, dort mitzumachen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und deshalb sind wir so aktiv auf dem Thema Open Source. Wir sind so aktiv auch in den Medien und versuchen auch wirklich geringe Einstiegshürden zu machen. Das heißt, man muss nicht unbedingt gleich einen Doktor gemacht haben, um da mitzumachen, sondern man kann sich das über die Tool-Perspektive erschließen. Wir haben Videos und so weiter. Also die Einstiegshürden sind relativ gering und man kann sich sofort die ersten Inhalte erschließen. Und deshalb haben wir eben auch diese Teilmodell-Spezifikation so ausgewählt, dass das wirklich so was Feldmäßiges ist, Gang und Gäbe, Dokumentation, Digital Typeplate, technisches Datenblatt, das braucht eigentlich jeder und es gibt sofort unmittelbare Nutzen. Und auf der anderen Seite komplettieren wir das dadurch, dass wir auch in der internationalen Standardisierung unterwegs sind mit IEC und so weiter und dort diese Konzepte auch absichern, sodass das eben auch langfristig fliegen wird. Und wir gehen davon aus, dass diese beiden Aktivitätsfelder sich eigentlich gegenseitig dann eben auch verstärken und dann eine gewisse Sogwirkung hoffentlich erzielen, um das zu tun. Dritter Aspekt fällt mir jetzt gerade ein, das wollte ich unbedingt sagen, wir stehen auch in Kontakt mit den industriellen Clouds. Man kennt sie alle, letztes Jahr auf den Messen war das ein ganz großes Thema und wir streben natürlich an, dass jede dieser Clouds ein unterschiedliches Angebot hat, aber natürlich unsere standardisierten Schnittstellen bietet, sodass man im Prinzip in jedem dieser Software-Infrastruktursysteme einen Gegenpart findet, um Verwaltungsschalen zu finden, abzulegen, aktualisieren und so weiter. Und dann ist man sehr stark an Richtung Skalierbarkeit von Software und natürlich ein Stück weit auch Flexibilität von Software. Mhm.
wenn man die Verwaltungsschale generieren kann, die anderen Mechanismen, um von einem zum anderen zu kommen, die kriegt man alle geschenkt. Ja. So muss man es mal sehen. Ich möchte noch eins dazu bringen. Herr Hofmeister, Sie haben völlig recht. Also wir müssen schauen, dass es eine breite Basis gibt. Eine Empfehlung diesbezüglich wäre, ich weiß nicht, wahrscheinlich, vielleicht machen Sie es ja eh schon, aber im Wesentlichen muss es eigentlich punitiv sein, wenn ich sage, ich bin nicht dabei. Mhm. Wissen Sie, was ich meine? Das ist so ungefähr wie OPC-CS. In der Zukunft wird es punitiv sein, wenn du es einfach nicht bieten kannst. Und das, denke ich mal, wäre ein Ansatz, wo man, glaube ich, die einzelnen Komponenten schnell hinbringt. Es wird wahrscheinlich für die von der Steuerungsseite her, also alle SBS, Connect Hersteller oder Aussteller werden da typisch schnell aufspringen, weil sie dem verwandt sind. Ja? Aber was tun sie denn mit Maschinenteillieferanten? Einer, der ein FAG Rollen, also ich sage ein Wälzlager liefert oder weiß der Kuckuck was. Da wird schon zäher. Ja? Und wenn wir das schaffen, das hier zu invertieren, dass es eigentlich ein Vorteil ist, dass es dabei ist, dann wäre es gut. Und wenn Sie wollen, ich kann da gerne von Ihrer Seite vielleicht auch Ihre neue Gruppe für den Digital Twin mit unterstützen. Also von meiner Seite her würden wir das gerne machen, weil das wäre sozusagen der Anwender oder der Zwischenanwender. Super, genau. Das freut uns sehr und da komme ich auch nochmal auf Sie zu. Sie haben noch ein wichtiges Stichwort gemacht. Wir haben die gesamte Infrastruktur so gebaut, dass es im Prinzip keinen Unterschied gibt zwischen passiven Komponenten und aktiven Komponenten. So etwas braucht keinen eingebauten Kommunikationsprozessor, sondern ich kann natürlich genauso das Kugellager und die mechanische Achse damit beschreiben und ich kann die gleichen Mechanismen und die gleichen Schnittstellen benutzen, um diese Verwaltungsschalen aufzufinden, zu lesen und zu nutzen. Genau, nur motivieren müssen wir sie, weil nicht umsonst hängen wir ja im, sagen wir mal, deutschsprachigen Bereich in der Digitalisierung hinten nach und das liegt einfach viel an Mindset. Und das ist das Schwierigste. Ja. Ich würde vielleicht einen anderen Punkt oder andere Diskussion noch mal kurz aufmachen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben, Anna. Zwei Minuten. Ja. Aber in die Richtung, wir haben ja jetzt die Überschrift von unserer Diskussion ist auch digitaler Zwilling. Und wenn jetzt einer vom digitalen Zwilling dieses Verständnis hat, da muss ich was bewegen, ich möchte ein 3D-Modell sehen, dann wird er unsere Diskussion noch gar nicht verstanden haben hier vielleicht. Ne? Und deswegen, ich wollte in die Richtung nochmal deuten, dass wir letztendlich, wir haben in erster Linie erstmal einen Informationszwilling hier, aber dass wir halt sagen, über den Informationszwilling kann ich natürlich auch dann 3D-Modelle, Verhaltensmodelle und die nachher auch automatisch mal zusammenbringen, dass ich dann wirklich auch diesen quasi virtuellen Zwilling habe, den ich auch sehen, ja anfassen, wäre zu viel gesagt, aber den ich sehen und in Bewegung sehen kann. Da arbeiten wir halt auch hin, aber das sind wieder die Themen, die wir jetzt wirklich in der Forschung stecken. Die sind noch nicht so greifbar, aber ich prognostiziere mal in 2, 3 Jahren kann man vielleicht schon die ersten Sachen da auch mitmachen. Ja, hier glaube ich noch ein Verweis, also das, was wir als Arbeitsgruppe für Simulation und virtuelle Inbetriebnahme haben, das wird das Ganze, glaube ich, sehr greifbar machen, weil wir reden jetzt teilweise mit Dokumentation und so weiter auch von relativ altbackenen Anwendungsfällen, aber ich glaube, jeder von uns begreift Simulation und virtuelle Inbetriebnahme als digitalen Zwilling und deshalb freut es mich sehr, dass wir dort eine Arbeitsgruppe haben, Markus, du leitest die dort eben auch Ansätze formuliert, eben auch diese anspruchsvollen Themen dann mit unserer Technologie abzudecken. Ja, Andreas, also in eine Richtung nochmal gefragt, du hast das immer so schön auch mal gesagt, quasi Open Source in Verbindung mit Standardisierung, was das für eine Bedeutung hat, das ist, finde ich, auch ein spannendes Thema, das sehen, glaube ich, auch noch nicht viele Leute so klar. Ja gut, Open Source macht es eben auf allen Ebenen auch anfassbar. Es macht den Einstieg leicht. Wenn ich dann entsprechende Open Source habe, kann ich auch schneller mein Produkt umsetzen. Und das, was du jetzt meinst, ist wahrscheinlich unser Schlagwort agile Standardisierung. Auch da sieht man ja Standards immer so ein bisschen manchmal als Hausbacken. Aber in dem Fall mit der fortschreitenden Entwicklung und auch Implementierung als Open Source Zug um Zug wandern die Dinge eben auch sofort in die Standardisierung, was es dann teilweise ja auch, was ja auch ein Teamplay ist international. Also wenn wir mit Amerikanern, Chinesen und so weiter zusammenarbeiten, also auch für die macht es ja die Dinge dann anfassbar, wenn man da was sehen kann, auch durch die Open Source. Das macht es dann wiederum einfacher, auch zu standardisieren weltweit.
Ja, also ich entnehme der Diskussion auf jeden Fall, dass hier einfach auch sehr viel Aufbruchstimmung herrscht. Genau, Open Source ist der Einstieg und auch wichtig für die Weiterentwicklung. Genau. Ich würde jetzt einmal übernehmen. Ich sprach gerade davon, dass deutlich ist, dass hier einfach sehr viel Aufbruchstimmung ist, dass heute einfach schon so viel geht. Und ich entnehme auch so klar, ganz klar den Appell von Herrn Ozelski und Herrn Hoffmeister. Starten Sie, schließen Sie sich uns an. Sie können sicherlich auch gern einfach mit den beiden in Kontakt treten, um hier einfach mal ganz konkret die Erfahrungswerte ja, zu teilen und einfach mal zu starten. Ne? Das ist so das, was so wesentlich ist. Ja, vielen lieben Dank an die Diskussionsteilnehmer für ihren sehr wertvollen Input. Herzlichen Dank. Noch eine schöne SPS und ja, machen Sie es gut. Vielen Dank auch an die Zuschauer. Tschüss. Dankeschön. Danke, danke für die Gelegenheit. Ja. Tschüss. Danke auch. Tschüss. Tschüss.